Ich begrüße Sie zum Video Teilbarkeit der ganzen Zahlen. Zunächst einmal betrachten wir die Menge der ganzen Zahlen, die hatten wir ja bezeichnet mit dem Buchstaben Z. Und das ist die Menge, angefangen im Prinzip bei Minus unendlich, das deute ich mal durch diese Punktierung hier an. Und irgendwann gelangen wir mal zur Zahl Minus 2, dann zur Zahl Minus 1, 0, 1, 2 und so weiter bis ins Unendliche. Und wir nehmen uns jetzt mal zwei beliebige Zahlen, die ich hier mit A und B bezeichnen möchte, aus der Menge der ganzen Zahlen heraus und stellen uns jetzt folgende Frage, die ich ja auch einmal aufschreiben möchte. Und zwar, ist die eine dieser beiden ganzen Zahlen, also entweder A oder B, ein ganzzahliges Vielfaches der anderen Zahl? Das möchte ich hier mal festhalten. Ist die eine der beiden Zahlen ein ganzzahliges, und das ist hier ganz wichtig, deswegen schreibe ich das hier auch in Rot einmal hin, ein ganzzahliges, das unterstreiche ich vielleicht auch gleich einmal, ein ganzzahliges Vielfaches der anderen Zahl. Das ist hier die Frage. Vielleicht nehmen wir dazu gleich mal ein Beispiel zur Hilfe, um das mal klar zu machen, was das überhaupt bedeutet. Und zwar betrachten wir einmal die beiden ganzen Zahlen 10 und 2. Das sind ja Elemente aus der Menge Z. Und wir wollen jetzt einmal fragen, ist die Zahl 10 ein ganzzahliges Vielfaches der Zahl 2? Das heißt, mathematisch gesprochen, lässt sich die Zahl 10 darstellen als Produkt aus der Zahl 2 mit einer unbekannten, zunächst noch unbekannten Zahl Q aus der Menge der ganzen Zahlen, also mit einem Q aus der Menge Z. Und die Lösung ist natürlich hier sofort klar, die schreibe ich hier mal hin, das sieht wohl jeder. Die Zahl 10 lässt sich offensichtlich darstellen als 2 mal 5. Dieses Q muss also eine Zahl aus der Menge der ganzen Zahlen sein. Warum ist das richtig? Da unser Q, unsere Zahl 5 im Prinzip ein Element aus der Menge Z ist. Alternativ können Sie auch sagen, dass die Division, nämlich 10 dividiert durch 2, ohne Rest aufgeht. Also 10 dividiert durch 2 gibt ja hier die Zahl 5 und das Ergebnis dieser Division finden Sie in der Menge der ganzen Zahlen. Also die Division geht letztendlich hier ohne Rest auf. Und die Sprechweisen, ich beziehe mich jetzt mal auf dieses Beispiel zunächst einmal, nachher werden wir das noch etwas verallgemeinern. Die Sprechweisen für dieses Beispiel sind nun die folgenden, und zwar erstens, die Zahl 2 teilt die Zahl 10. Und wir schreiben dafür in der Mathematik kurz folgendes, 2, und wir führen jetzt ein neues mathematisches Symbol ein, nämlich einen senkrechten Strich. 2 senkrechter Strich 10 wird gelesen als 2 teilt die Zahl 10. Zweitens, wir können auch sagen, die Zahl 10 ist ein ganzzahliges Vielfaches, ist ein ganzzahliges. Das Wort ganzzahlig wird häufig auch weggelassen, weil es aus dem Kontext klar ist. 10 ist ein ganzzahliges Vielfaches der Zahl 2, also von 2. Und drittens, für dieses Beispiel zumindest, können wir auch sagen, die Division geht hier ohne Rest auf. Die Division geht ohne Rest auf. Vielleicht betrachten wir nochmal ein weiteres Beispiel. Wir nehmen uns wieder die Zahl 10 aus der Menge der ganzen Zahlen und die Zahl 3 diesmal, also die beiden Zahlen 10 und 3. Und die Frage, die sich jetzt hier wieder stellt, ist die Zahl 10 ein ganzzahliges Vielfaches von 3? Das heißt also letztendlich, mathematisch geschrieben, 10 ist gleich 3 mal welche unbekannte Zahl Q, wobei Q aus der Menge der ganzen Zahlen stammen muss. Und Sie sehen ja schon, dass Q
ist hier offensichtlich nicht findbar in der Menge der ganzen Zahlen, denn das Q müsste hier offensichtlich 10 Drittel sein, was eine rationale Zahl ist. Das heißt also offensichtlich, 3 teilt die Zahl 10 nicht. Denn erstens, wenn wir mal die Division betrachten, 10 dividiert durch 3 und diese Division geht nicht auf, denn es bleibt hier ein Rest, nämlich 3 plus dem Rest von 1 Drittel. Also 3 teilt letztendlich 10 nicht, das schreibe ich hier vielleicht nochmal hin. 3 teilt 10 nicht. In der Mathematik schreiben wir dafür kurz Folgendes, und zwar 3 teilt nicht, und dazu nehmen wir den senkrechten Strich, streichen ihn durch 10. Heißt letztendlich 3 teilt 10 nicht. Wir werden das jetzt alles verallgemeinern, indem wir das in einer Definition festhalten. Was bedeutet, dass eine Zahl A eine Zahl B teilt? Das möchte ich jetzt hier einmal zunächst formulieren. Also unsere Definition für Teilbarkeit, das schreibe ich hier vielleicht mal hinter, für Teilbarkeit sieht jetzt folgendermaßen aus. Und zwar erstens, eine Zahl A aus der Menge der ganzen Zahlen teilt eine zweite Zahl, die nenne ich hier mal B, aus der Menge der ganzen Zahlen. Falls es eine Zahl Q gibt aus der Menge der ganzen Zahlen, also falls es eine Zahl Q gibt aus der Menge der ganzen Zahlen, mit der Eigenschaft, dass sich die Zahl B darstellen lässt als Produkt der Zahlen A und Q. Wenn das so ist, schreiben wir kurz dafür A teilt B und definieren uns das jetzt als Äquivalenz. Und zwar, es existiert eine Zahl Q, die aus der Menge der ganzen Zahlen stammen muss, mit der Eigenschaft, dass sich die Zahl B als ganzzahliges Produkt von A mal Q darstellen lässt. Und wir wollen zweitens noch definieren, dass wenn die Zahl A die Zahl B teilt, dann bezeichnen wir A als echten Teiler von B. Also A heißt echter Teiler der Zahl B, also von B. Falls Folgendes gilt, nach unserer ersten Definition zunächst einmal muss die Zahl A die Zahl B teilen. Und wir wollen noch fordern, dass der Betrag der Zahl A kleiner sein soll als der Betrag der Zahl B. Ich werde das gleich noch an Beispielen demonstrieren. Und wenn der Fall vorliegt, dass A ein echter Teiler von B ist, dann bezeichnen wir die Zahl B als ein echtes Vielfaches von A. Dann heißt die Zahl B in diesem Fall, dann heißt B echtes Vielfaches von A. Vielleicht betrachten wir dazu gleich einmal einige Beispiele, um uns das klar zu machen, was ein echter Teiler ist und ein echtes Vielfaches. Zunächst einmal nehmen wir uns die Zahlen 10 und 1 und wir wissen, 1 teilt offensichtlich die Zahl 10, wie Sie sehen. Und warum? Weil wir können ja schreiben, 10 ist offensichtlich 1 mal Q und das Q ist in diesem Fall die Zahl 10, die aus der Menge der ganzen Zahlen stammt. 10 ist also hier, wie Sie sehen, ein echtes Vielfaches, das schreibe ich hier vielleicht nochmal hin. 10 ist echtes, oder besser gesagt, ja, echtes Vielfaches von 1. Da Folgendes gilt, A ist ja die Zahl 1, der Betrag von 1 ist offensichtlich kleiner als der Betrag der Zahl B und unsere Zahl B ist in unserem Beispiel hier die Zahl 10. Ein zweites Beispiel, 10 teilt offensichtlich auch gleich 10, das ist ja äquivalent zu 10 gleich 10 mal Q und das Q ist in diesem Fall die Zahl 1. Element aus der Menge der ganzen Zahlen. Und 10 ist, wie Sie hier sehen, offensichtlich kein echtes
Vielfaches der Zahl 10, da unser a die Zahl 10 ist, unser b ist die Zahl 10 und hier gilt für die Beträge offensichtlich die Gleichheit. Verletzt also unsere zweite Definition, dass a kleiner als b sein soll. Wir bezeichnen diese beiden speziellen Zahlen, also die Teiler der Zahl 10, die ja hier 1 und 10 waren, diese beiden Zahlen bezeichnen wir als triviale Teiler der Zahl 10. Das möchte ich hier auch nochmal vermerken. 1 und 10 sind die sogenannten trivialen Teiler der Zahl 10. Das gilt auch für jede beliebige ganze Zahl. Die 1 ist immer Teiler dieser Zahl und die Zahl selbst ist auch Teiler von sich selbst. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Die Zahl 0 teilt offensichtlich nicht die Zahl 10, denn warum nicht? 10 lässt sich ja nicht schreiben als 0 mal irgendeine Zahl Q aus der Menge der ganzen Zahlen, denn wenn Sie irgendeine beliebige Zahl Q aus der Menge der ganzen Zahlen nehmen und multiplizieren diese mit 0, kommen Sie nicht auf die Zahl 10. Und das muss offensichtlich gelten für alle Zahlen Q aus der Menge der ganzen Zahlen. Also 0 teilt 10 in unserem Beispiel nicht. Nehmen Sie eine beliebige Zahl A, dann teilt diese Zahl A, also die beliebige Zahl, immer die 0, denn Sie können schreiben, dass 0 gleich a mal 0 ist. Egal was a ist, jede Zahl a mal 0 multipliziert gibt immer 0. Das muss offensichtlich gelten für alle Zahlen a aus der Menge der ganzen Zahlen. Also, jede Zahl teilt offensichtlich die 0. Und insbesondere folgt daraus, das möchte ich hier auch nochmal festhalten, dass offensichtlich 0 die 0 teilt. Denn wir können das ja schreiben, 0 ist 0 mal 0. Aber hier ist große Vorsicht geboten, teilen durch 0. Wir gucken uns nochmal das Beispiel von oben an. Dort habe ich ja geschrieben, in diesem Beispiel, als wir die Zahlen 10 und 2 aus der Menge der ganzen Zahlen genommen haben, zu den Sprechweisen, die Division geht ohne Rest auf. Ja, in diesem Beispiel, wenn wir die 10 und die 2 nehmen, ist das wohl richtig. Wenn wir hier uns mal die Division jetzt anschauen, dieser beiden Zahlen oder dieser Zahl 0, dann 0, also ich schreibe das vielleicht mal richtig hier hin, Vorsicht mit der 0. Denn bedenken Sie, 0 dividiert durch 0 ist ja nicht definiert. Deswegen können wir nicht immer sagen, dass die Division ohne Rest aufgeht, nämlich für den Fall, dass die 0 im Nenner steht, gilt das offensichtlich nicht, wie Sie sehen. Vielleicht noch einige Bemerkungen. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Teilbarkeit und Dividieren? Teilen heißt letztendlich, da fragen wir danach, ist eine ganze Zahl multiplikativ ganzzahlig in einer anderen ganzen Zahl enthalten? Das können wir am Beispiel uns nochmal anschauen. Vielleicht schreibe ich das hier nochmal auf. Teilen, was heißt das? Ist eine ganze Zahl multiplikativ ganzzahlig in einer anderen ganzen Zahl enthalten? Beispielsweise 5 ist offensichtlich in 10 enthalten. Denn wie oft geht die 5 in die 10 rein? Nämlich 2-mal. Ja, also teilen heißt letztendlich immer, wir stellen uns folgende Frage, wie oft in unserem Beispiel jetzt ist die 5 in der 10 enthalten und zwar 2-mal. Dividieren dagegen, da fragen wir eigentlich danach, nehmen wir mal die Zahlen 10 und 4, dividieren wir die einmal, da fragen wir danach, wie oft geht eigentlich die 4 in die 10 rein und wir sehen, das ist hier 2,5-mal. Das ist 2 plus 1/2. Sie sehen schon, die Division geht hier nicht ohne Rest auf. Das heißt, das Ergebnis ist keine ganze Zahl. Und Sie sehen, die Teilbarkeit ist offensichtlich immer nur ein Spezialfall des Dividierens. Ich möchte jetzt die Sprechweisen hier noch etwas verallgemeinern. Also Sprechweisen für Teilbarkeit, für die Teilbarkeit, die wir oben an einem Beispiel schon einmal hingeschrieben haben. Ich möchte das hier jetzt aber noch etwas verallgemeinern. Und zwar, eine Zahl a teilt,
B, können wir sagen. Oder A ist ein Teil davon B, können Sie auch sagen. Zweitens, B ist ein Vielfaches, ist ein, genau genommen, ganzzahlig, das wird aber oft weggelassen, das Wort ganzzahlig, ein ganzzahliges Vielfaches von B, von A natürlich. Wie gesagt, man sagt oft kurz nur, B ist ein Vielfaches von A und lässt das Wort ganzzahlig einfach weg. Und drittens, die Division, wenn das möglich ist, natürlich nur die Division, B dividiert durch A, ja, das schreibe ich gleich hin, falls A ungleich 0 ist, sonst ist die Division ja nicht erklärt, geht immer ohne Rest auf, Das heißt also, das Ergebnis finden Sie in der Menge der ganzen Zahlen. Und viertens vielleicht noch, wir führen einen neuen Begriff ein, wenn wir hier oben mal schauen. Teilbarkeit heißt ja letztendlich, die Zahl A teilt die Zahl B, das schreibe ich hier oben nochmal zu, was ja laut unserer Definition äquivalent dazu ist, dass B sich multiplikativ schreiben lässt als A mal Q mit einem Q aus der Menge der ganzen Zahlen. Diese Zahl Q bezeichnet man jetzt als Komplementärteiler zu A bezüglich der vorgegebenen Zahl B. Auch das möchte ich hier nochmal festhalten. Q heißt Komplementärteiler zu der Zahl A bezüglich der Zahl B. Vielleicht veranschaulichen wir uns das noch an einem Beispiel vielleicht einmal. Und zwar nehmen wir mal die Zahl 12 und die Zahl minus 2. Wir wissen, minus 2 teilt offensichtlich die Zahl 12, denn das ist ja laut unserer Definition äquivalent zu. 12 ist minus 2 mal Q und das Q muss eine ganze Zahl sein. In diesem Fall geht nur die minus 6. Die minus 6 wäre also hier der Komplementärteiler zur Zahl minus 2 bezüglich der Zahl 12. Oder beispielsweise 3 teilt 12, heißt 12 ist gleich 3 mal den Komplementärteiler, der wäre jetzt hier die Zahl 4. Oder 6 teilt 12, wie lautet der Komplementärteiler? 12 lässt sich darstellen als 6 mal 2, der Komplementärteiler wäre hier also 2, wie Sie sehen. Oder vielleicht noch 1 teilt 12, der triviale Teiler. 12 lässt sich darstellen als 1 mal 12. Der Komplementärteiler wäre hier also die Zahl 12.